Leute, ich habe für euch 2 Minuten exklusives Apex Legends Firing Range 2.0 Gameplay und dieses zeigt eindrucksvoll, wie sich das gesamte Trainingsgelände, das gesamte Areal verändert hat und ich wette, dass viele von uns definitiv deutlich mehr Zeit in diesem Gelände verbringen, weil man so geile Settings für die Dummies einstellen kann, dass wir tatsächlich realistische Gunfights nachstellen können und das tatsächlich auch ein reelles Training ist, dass man auch wirklich an seinen Skills, gerade was das Aim oder das Movement betrifft, feilen kann, sodass man es tatsächlich in Battle Royale oder im Ranked Battle Royale definitiv für sich nutzen kann, um besser zu werden. Das finde ich eine absolut geniale Sache. Doch vorher in eigener Sache, was uns als Community betrifft, wir können nämlich eine gewisse Entscheidung für das nächste Event in Season 16. Wir können dran teilhaben. Es gibt eine Umfrage, die geht nur noch bis zum 8. Mai. Also beeilt euch. Und zwar das allererste Event. Im Mittelpunkt steht entweder Kontrolle, Gunrun oder Team Deathmatch. Und wir können auf dieser Seite, ich versuche dran zu denken, das zu verlinken. Ansonsten, wenn ihr EA Apex Legends eingibt, kommt ihr auf die Seite und findet auch relativ schnell diese Umfrage. Und dort könnt ihr zwischen diesen drei Modi wählen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ist euer Favorite-Modus. Ich würde jederzeit für Team Deathmatch stimmen. Ich habe auch schon mehrfach abgestimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob man quasi seine Stimme zurücknimmt, wenn man hier auf Neustarten geht. Aber Neustart sagt wahrscheinlich schon der Name. Falls du dich vielleicht verdrückt hast, kannst du hier nochmal neu auswählen. Auf jeden Fall nehme ich Team Deathmatch, weil es für mich der geilste Modus ist. Geringe Respawn-Zeit und du bist sofort in der Action. Waffenauswahl ist relativ human und es dauert halt nicht so lange, bis du wieder in der Action bist. Deswegen finde ich Team Deathmatch jederzeit extrem geil und hoffe, dass wir irgendwann über kurz oder lang vielleicht selber entscheiden können, was wir zocken wollen, ohne dass es eine Rotation gibt. Das würde ich auf jeden Fall mega feiern. So, jetzt zeige ich euch kurz das Gameplay für 2 Minuten. Dann gehen wir das kurz mal Stück für Stück durch und stoppe hier und da und erkläre euch noch ein bisschen was mit eigenen Worten und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Really test just the core basics of the game, right? A lot of the things we added kind of on the front was we created this whole new firing range settings panel where you can go in, you can edit dummy behavior. We created this whole new auto spawning dummy system. So there's a couple that are fixed in place, and then there's a bunch that use this new system that just spawn all around. And you can kind of play with those settings, right? So you can play with their shield levels, play with their behavior, decide whether or not they shoot back at you, decide how far away they spawn. Some new things that help you get loot anywhere that you're standing in the firing range. You can go up to these new like loot caches and grab those. The back is like this whole area we're calling the training grounds, which is this sort of like small size point of interest where you can fight dummies in there and you can do a bunch of combat loops through there. You can also just like fight your friends in there as well. And then to the left of that, we've created just an area for basically for like 1v1 dueling to figure out who's got the best wingman in the West, you know, best wingman in the Outlands. So it was kind of fun for us. We took what we saw a lot of our community was using for one-on-ones, where these rocks, these certain concrete blocks, and we actually kind of incorporated that into what we're calling the dual pit. So, and then the other major addition is what we're calling just like the agility course. And this was really about familiarizing yourself with sliding, crouching, grabbing zip lines, getting to high places, chaining zip lines, doing zip cancels, all that kind of fun stuff. So we've added a lot of stuff and really built it in a way where we're just looking at like core loops and flow and making sure that it just really feels good to move around the space. So, eine kurze Analyse. Ich finde es auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr geil, wie uns die Waffen präsentiert werden. Das sieht extrem genial aus. Es sieht geordnet aus. Ich meine, klar, in der Standard Firing Range sah es auch gut aus, aber es bringt auf jeden Fall frischen Wind. Und wenn ich sehe, wie umfangreich das hier ist, wie viele Dummies hier unterwegs sind, die hier hin und her strafen. Und das ist eigentlich tatsächlich jetzt auch das Herzstück. Ich habe übrigens, by the way, hier und da mal Stopp gemacht, habe aber keine neuen Items gefunden. Irgendwas, was uns vielleicht Respawn bis jetzt vorenthalten hat. Ja, das Herzstück ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir die Dummies einstellen können. Das Strafen hin und her, Crouchen, Stehen, nicht bewegen und so weiter. Das hatten wir in einem der letzten Updates schon. Das war schon ein ziemlicher Fortschritt, aber jetzt wird es eigentlich richtig interessant und das ist jetzt dieses neue Setting-Moment. Und das Interessanteste ist genau hier, wo der Cursor jetzt gerade draufsteht, das Shooting-Setting. Also im Allgemeinen können wir natürlich erstmal das Schild-Level einstellen. Wir können das Movement einstellen, ob der random strafed, hin und her läuft, hast du nicht gesehen,
Stance bedeutet, glaube ich, auch, ob er steht, ob er croucht, ob der das random macht, Move Speed und so weiter. Aber Shooting ist das Interessanteste, denn wenn du das Shooting Setting auf Full Combat stellst, wird der Dummy dich jagen und wird die Movement Settings ignorieren, eben damit er dich jagen kann. Ansonsten könntest du ja einstellen, dass er wirklich, wie jetzt hier einige Sequenzen vorher, und zwar das hier, einfach nur stupide nach links und rechts strafe, damit ihr euer Aiming aus der Hüfte oder nach links und rechts besser üben könnt. So habt ihr eben genau dieses Setting. Und was auch interessant ist, sind die Einstellungen Dynamic Dummy Spawning Settings. Dort könnt ihr einstellen, wie nah die an euch spawnen, wenn ihr einen tötet. Moment, ich versuche das hier nochmal auf Stopp zu kriegen. Hier haben wir es noch nicht. Moment, ich versuche das mal hier, wenn der Cursor gleich runter... Ah, verdammt, ich bin zu langsam. Komm, fahr runter, du Sack. Jetzt. Da. Hier ist das Spawn-Setting. Close, 5 bis 25 Meter spawnt ein Dummy. 25 bis 50, 50 bis 125 Meter oder über die 125 Meter hinaus. Und das ist schon mal sehr, sehr geil. Wenn du nämlich Close-Spawn einstellst, bist du auf jeden Fall relativ flott wieder im Gunfight und kannst das so lange üben, bis du keinen Bock mehr hast. Du musst natürlich nicht ewig nach irgendwelchen Dummies suchen. Das ist schon echt mega, mega geil. Du kannst natürlich einfach ganz stupide zum Warmwerden erstmal einstellen, dass die alle nur stehen. Dann ballerst du die weg. Und eine interessante Sache, an die die gedacht haben, was ich extrem nice finde, sind diese Lootboxen. Zum einen kannst du mal das Loot ein bisschen üben, dass du ein bisschen schneller wirst, damit du bestimmte Sachen aus einer Deathbox vielleicht schneller findest. Aber der eigentliche Sinn dahinter ist, wenn du in einem bestimmten Areal der Firing Range bist und du merkst, okay, du hast jetzt die falschen Waffen dabei, dann hast du überall verstreut auf dem neuen Gelände diese Boxen, um eben nicht mehr an den Startpunkt zurückzukehren, um dir deine Favorite-Waffe rauszuholen, weil du vielleicht keinen Bock mehr auf die 99 oder so hast. Und dann hast du natürlich ganz, ganz viele Häuser, in denen du das Fighten üben kannst, entweder gegen die Teammates, wie es aktuell hier der Fall ist, oder gegen die Dummies. Und das ist schon sehr geil, gerade in diesem Gebäude mache ich jetzt hier gleich mal Pause. Seht ihr sogar, zack, Moment, jetzt kriegen wir einen besseren Einblick, da, das sind lauter Schilde unten, die Treppe runter, du kannst jederzeit deine Schilder swappen und musst nicht ewig erstmal dir eine Batterie drücken oder sonst irgendwas. Ist also so, dass du relativ schnell dann wieder fightbereit bist und nicht erstmal dir ewig irgendwelche Halt-Items da reinballern musst. Und das ist schon eine coole Sache. Die haben an eine Menge gedacht, bevor die dieses neue Update rausgebracht haben. Und natürlich der 1v1 Dual Pit, wo du dich 1 gegen 1 messen kannst. Den Devs ist aufgefallen, dass gerade in der Firing Range an den Stellen, wo diese ganzen Klötzer, diese ganzen Steine stehen, viele immer ein 1 gegen 1 geübt haben und es ist tatsächlich prädestiniert dafür gewesen. Und so haben die hier so ein 1 versus 1 Pit mit reingeschmissen. Und da kannst du dich halt gegen deine Freunde messen. Und hier haben wir das Movement Area, was ich extrem genial finde. Du kannst Walljumps üben, du kannst Sliden dabei üben und so weiter. Du kannst einen Wallbounce machen und dabei gegen die Zipline und so weiter und so fort. Und das ist eine absolut geniale Sache. Und wie wir sehen, überall Dummies verstreut. Und auch hier nochmal, Moment, wir warten, bis er oben ist. Wir sehen auch hier nochmal so eine Lootkiste. Da rechts leuchtet sie, kannst du dich wieder mit Waffen ausrüsten, falls du gemerkt hast. Alles klar. Und da oben kann man eben, das ist die Ausrüstung, die er gerade eigentlich am Mann hat, Bockig Bow und Kraber, ist eigentlich schon ein geiles Load. Oder von dort oben strafende Dummies vielleicht einzustellen und dann einfach mal zu schauen, wie gut man mit der Kraber unterwegs ist. Ja, Movement-Areal. Ein bisschen weiter oben, kannst du ein bisschen mit den Ziplines spielen. Guckt euch einfach mal diese Weiten an. Es ist einfach unfassbar. Ich mache hier noch mal kurz ein Stück zurück. Es ist Wahnsinn. Also ich freue mich auf das Trainingsgelände und ich bin mir sicher, dass ich doch die ein oder anderen Stunden in der Firing Range hoffentlich nicht verschwende, weil man hier echt eine Menge machen kann. Guckt euch das einfach mal an. Das sieht aus wie ein XXL POI of Kings Canyon. Einfach nur noch deutlich größer. Du kannst hier echt eine Menge machen. Ich habe mir eigentlich nur ein Gebäude wenigstens gewünscht, dass man mal ein paar Häuserkämpfer üben kann. Aber das übersteigt quasi das, was ich mir überhaupt vorgestellt habe. Und das wird sicherlich extrem geil werden. Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen. Zum einen, wie gesagt, welcher der drei Modi ihr am besten findet für die Abstimmung fürs kommende Event.
Und was ihr vom Update haltet für die Firing Range. Es wird geil. Und wenn ihr heute zum 7. Mai das Video seht, denkt dran, die Abstimmung geht nur bis zum 8. Mai. Und die Patch Notes sollten am 8. Mai released werden, sodass ich spätestens, denke ich, 19 Uhr mich an das Video setze und dann die ganzen Patch Notes niederbringe in einem Video. Und dann bin ich gespannt, was es noch alles an Änderungen gibt, die wir noch nicht wissen. Und ich hoffe, da ist eine Menge dabei. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.